Wir werden immer wieder gefragt, wie man am einfachsten die Mission Punisher Part 3 beenden kann. Es gibt natürlich mehrere Methoden. Ich stelle euch hier mal eine ganz brutale, einfache vor. Einfach mehrere SKSen vorbereiten. Ich habe hier 10 Stück. Dann eine Scav-Weste hinlegen und jeweils ein Magazin bereithalten und ein Magazin schon in die Scav-Weste rein. Natürlich die Munition schon reinmachen. Und vor jeder Runde einfach ganz schnell diese zwei Teile. Also Waffe, Weste und Magazin in die Waffe rüberziehen und dann direkt die Runde starten. Als Weg habe ich hier bei Customs einfach gewählt, dass ich immer auf der westlichen Seite, also auf der Customs-Seite starte, dann normalerweise versuche über die Brücke zu kommen, relativ schnell an den Außenbereich von der Construction Site, also von der Baustelle. Ich werde kurz gucken, ob drin was ist, ich werde gucken, ob draußen was ist und dann laufe ich außerhalb von der Baustelle vorbei. Der Grund ist ganz einfach, dass innen drin meistens die Spieler sind und ich will ja nur die Scavs haben und versuche möglichst den Kämpfen mit Spielern aus dem Weg zu gehen. Ja, dann gucken wir doch mal, wie das funktioniert. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es ist möglich, das Ganze innerhalb von einer Stunde abzuschließen. Viel Spaß!
Oh mein Gott. 16 Scavs.
So, finished.